Ja, gut, ein paar einleitende Worte. Ihr habt die News wahrscheinlich gelesen, sonst wärt ihr nicht hier, weil um 14 Uhr guckt doch keiner ins Stream. Naja, es ist ungefähr ein Monat her, dass mein sehr geschätzter Mitarbeiter Sebastian Stange sich bei mir mal gemeldet hat. Und das ist ziemlich komisch, weil normalerweise hat er sich nie bei mir gemeldet. Er wollte immer nur Aufgaben haben und hat mich darüber informiert, dass er vorhat, das Unternehmen zu verlassen. Und ich konnte ihm nicht so wirklich ausreden. Sebastian. Deswegen haben wir dich jetzt auch hier mit in den Livestream genommen. Michael Graf ist auch da und der liebe Fritz natürlich auch. Und wir haben uns gedacht, was sollen wir jetzt da groß schreiben und machen? Wir machen einfach den Livestream, sagen ein bisschen, wie wir die ganze Sache sehen, machen da eine ganz transparente Diskussion draus und sprechen dann danach auch mit euch. Und ihr könnt da anständige Fragen dazu stellen und wir versuchen die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Also seid anständig, vor allem im Chat. Und Sebastian, erzähl doch mal, warum liegt es an mir? Nee, es liegt nicht an dir. Es liegt nicht Habt an ihr euch. Das gehört? Es liegt nicht an mir. Und es bedroht ihn niemals mit der Pistole. Oder ja, danke. Ja. Nee, ernsthaft, erzähl einfach mal, was sind deine Gründe? Warum verlässt du die GameStar? Erzähl einfach mal. Ja, der Hauptgrund ist, dass ich halt ein interessantes, spannendes Projekt angeboten bekommen habe, und zwar den dritten Mann beim Games-Podcast von André und Jochen zu sein, und was für mich einiges verändern wird. Ich kann zurückgehen nach Nürnberg, in meine Heimat, ein weiterer wichtiger Grund. Ich kann mal was völlig anderes machen. Nach fast 11 Jahren klassischen Spielejournalismus ist das schon so was Kleineres, etwas, was noch wachsen kann. Ich habe jetzt die letzten Jahre geguckt, wie YouTube groß wird und langsam wieder so ein bisschen wie ein Soufflé zusammenfällt. Ich sehe gerade, wie Twitch so ein bisschen durch die Decke geht für einige, und ich sehe Patreon, wie das eben eine Plattform ist für so kleine Individualprojekte, und ich will das einfach mal mitmachen, bevor ich in zehn Jahren da sitze und mir denke, Mensch, hätte ich doch bloß ja gesagt. Ich habe da echt Lust drauf, auf diese Veränderung, auf dieses Risiko. Und gleichzeitig kann ich damit endlich dem verhassten München den Rücken kehren. Oh, weil das ist 100% meine eigene Schuld, dass ich hier nie eingekommen bin. Das ist auch ganz schön egoistisch. Aber das ist ja vielleicht auch was, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, aber was man auch nochmal sagen kann, du bist ja ein Dauerpendler. Ja. Ich hoffe, das ist kein Problem, dass wir darüber sprechen. Also du bist ja wirklich von Anfang an aus deiner geliebten Heimat Nürnberg. Ja? Ja. Ich kann ja da ein Lied davon singen, weil ich habe ja da auch, wir kommen ja quasi von derselben... Du hast es geschafft. Ich komme von derselben Ex-Konkurrenz, wenn man das so sagen kann. Und ich war jetzt wieder am Christkindlesmarkt. Ich kann nicht verstehen, wie du dahin zurück willst, weil teure Lebkuchen kannst du dir auch importieren. Ja? Aber du bist halt wirklich jeden Freitag, teils sehr spät dann auch noch, weil Arbeit zu tun war, um 19 Uhr oder wann, mit dem Zug halt nach Nürnberg gefahren und kamst Montag wieder an. Und das ist natürlich in den 3 Jahren, die du jetzt da auch hast, auch eine Belastung, muss man auch mal sagen. Ja? Also es war ja mal kurz davor, dass du sagst, nee, ich wohne hier mal in der richtigen Wohnung und nicht unter der Autobahnbrücke, aber irgendwie hat sich das dann wieder zerschlagen. Ja. Und insofern, ja, war das bestimmt auch ein ausschlaggebender Punkt. Absolut. Also du bist dir, wie ich es dir immer so als Vorgesetzter sage, selber im Weg gestanden bei deinem höheren Ziel. Nee, Spaß. Also ist eine verständliche Sache und ist natürlich jetzt auch eine große Umstellung für dich, weil du wirst ja, so wie ich es zumindest jetzt verstanden habe, eigentlich aus dem Homeoffice arbeiten. Ja. Ne? Das ist eine riesige Umstellung und etwas, vor dem ich richtig Respekt und auch Bammel habe. Also ich gehe dann so ein Risiko ein, ich werde Dinge lernen müssen, mich selbst organisieren, selbstständig arbeiten, mich nur mit relativ wenig Koordination für den Tag klar machen und auch irgendwas wegschaffen, ohne anzufangen zu prokrastinieren. Das ist ich weiß nicht, ob die Entscheidung clever war, das werde ich in 2-3 Jahren wissen. Ich bin super gespannt, ob ich es packe. Aber ich bin der Meinung, ich bin mir sicher, dass ihr ein Auge drauf haben werdet. Und ich bin so gespannt, wie die nächsten Monate so funktionieren. Ich mache erstmal eine kleine Auszeit. Das ist auch eine schöne Gelegenheit, mal einen Monat freizunehmen. Und ab Mitte Februar geht es dann mit der neuen Sache weiter. Da doch, 15. Und dann bin ich super gespannt, was passieren wird. Und ich bin ziemlich aufgeregt und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich lasse nämlich einen echt guten Job hinter mir zurück. Es ist echt nicht so, dass ich jetzt es nicht mehr ertragen habe und dringend gehen musste. Gute Firma, gute Kollegen. Und der Job hat immer Spaß gemacht. Ah. Da hört ihr es, ja. Also es hat absolut nichts mit der GameStar oder mit uns oder mit Vorgesetzten zu tun. Es ist natürlich, wir brauchen auch keinen großen Hehl draus machen, dass du halt einfach wirklich in den eigentlich
kurzen 3 Jahren, wenn man das mal sagen kann. Wir sind eine Firma, die echt relativ wenig Fluktuation hat. Also wir haben viele Leute, die schon sehr lange dabei sind. Fritz, ja. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, mein 10-jähriges. Oder? Michi hat auch sein 10-jähriges. Ja, Michi hatte jetzt sein 10-jähriges. Micha ist sowieso seit 1000 Jahren dabei. 13. ja, in den 3 Jahren, wo du da warst, hast du es natürlich schon geschafft, ein richtiges GameStar-Gesicht zu werden. Ja? Also nicht zuletzt wegen GameStar TV, wegen unserer Mission GC, was auch echt ein tolles Ding war, muss man sagen. Also auch ein sehr schwieriges Ding, aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und dass wir es halt alles hinbekommen haben. Das wird natürlich fehlen, ja, das ist ganz klar. Ist ein dick Move, den ich da durchziehe, ja, wie man also so schön sagt. Dicker Move oder ein Dick Move. Ja, genau. Nach mir die Sinnflut nennen wir das. Nein, es ist ja nicht wirklich ein Dick-Move. Ich meine, du wirst uns fehlen. Ich kann auch persönlich sagen, du wirst mir fehlen. Ich war mit dir gerne auf der GDC dieses Jahr und habe mir irgendwelche grauslichen Barbecue-Läden angetan auf deine Empfehlung. Nein, es war toll. Es war toll. Wirklich. Nein, aber wie gesagt, es ist aber jetzt kein... Ich empfinde es zumindest nicht als Dick-Move. Ich habe jetzt auch schon einige Abgänge durchgemacht bei der GameStar und ich finde, es ist immer nachvollziehbar, wenn jemand sagt, hey, nach der langen Zeit, und es gibt ja durchaus viele Leute auch bei uns, die es lange Zeit auch schon gemacht hatten, bevor sie dann gegangen sind, nach der langen Zeit will ich einfach was Neues machen oder ich will auch mal in anderen Umständen arbeiten. Und wenn du sagst, du willst halt lieber dann im Homeoffice was machen, wo du freier bist, wo du auch tatsächlich, ich meine, ein Tag bei GameStar ist halt nun mal nicht nur, ich stehe auf, ich mache irgendwas und setze mich dann oder lege mich wieder ins Bett. Ja, also ich meine, so wird dein Tag vielleicht dann auch nicht sein. Aber es gibt halt Meetings, an denen man teilnehmen muss. Man muss Themen besprechen mit den Kollegen, man muss Pläne machen, was man wann macht, damit wir halt irgendwie eine gewisse Planbarkeit in unsere Arbeit bringen. Ich meine, wir können Liedchen davon singen, wir machen quasi nichts anderes, als Excel-Tabellen hin und her zu schieben. Ich vielleicht noch weniger, keine Ahnung. Aber das sind, also ich kann gut nachvollziehen, wenn man sagt, ich will mir diese Struktur nicht länger antun. War das ein Grund für dich, so ein bisschen? Schon. Nicht, weil sie so schlecht ist, sondern einfach, weil ich langsam, ich habe das schon jetzt über 10 Jahre gemacht und, ja. Und das ist so ein bisschen in Monoton. Was, ja, schon. Es, und das ist wirklich dieser Gedanke, ach, ich bin irgendwann 40 und vielleicht Du wärst exakt auch nicht mehr 30, ich wenn weiß, du wieder ich weiß, bist. Es ist wunderbar, es könnte, also Midlife-Crisis spielt damit, aber es ist bierwilliger. Ja, schmeckt aber auch nicht so gut. Doch, das fränkische Bier ist das Beste auf der Welt. Wenn ich vielleicht einen ganz kleinen Einwurf machen dürfte, weil wir gerade, wir wollten diese Fragerunde jetzt dann Nachgang machen, aber nur weil ich es gerade mit einem Auge gesehen habe, Fluktuation, Fragezeichen, habt ihr schon Peschke und Gebauer vergessen? Nee, haben wir natürlich nicht vergessen, nur nochmal ein Wort dazu. Wir sind ein Medienunternehmen, das sich seit Jahren in einem schwierigen und großen Wandel befindet. Und man muss es immer in Relation sehen. Wir feiern nächstes Jahr 20 Jahre GameStar. Und okay, also 20 Jahre bist du jetzt, glaube ich, noch nicht dabei. 13, wie gesagt. Entschuldigung, habe ich überhört. Mir kommt vor mit 20. Aber 13 Jahre. Und es ist absolut unüblich, dass in einem Medienunternehmen Leute so lange dabei sind. Ja. Das muss man wirklich mal sagen. Also es ist eher an der Tagesordnung, dass man da so alle Jahre, / 2 Jahre, einfach switcht. Vielleicht auch aus Karrieregründen, je nachdem, was man so will oder was man so am Querschnitt mitnehmen möchte. Aber das ist wirklich unüblich, dass Leute so lange da sind. Deswegen, nee, das haben wir nicht vergessen, aber es ist trotzdem eine geringe Fluktuation. Kommen wir mal zur Nachfolge, die der liebe Fritz machen wird. Wir haben uns dann natürlich schon gedacht, boah, was macht man jetzt? Weil wir können ja nicht wirklich sagen, wir ersetzen das jetzt durch einen Trainee. Nicht, weil wir keinen Trainee wollen oder so, weil wir brauchen ja die Expertise. Wir brauchen jemanden, der das CMS versteht. Wir brauchen jemanden, der Video versteht. Wir brauchen jemanden, der auch vor die Kamera will. Das ist ganz wichtig, ja, das hast du ja auch viel gemacht. Fritz, erzähl du mal ein bisschen was. Ja. Auf was freust du dich? Wie stellst du dir das Ganze vor? Was wird das für ein Ding werden mit uns so? Ich kann ja ganz kurz für alle, die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz sagen, wer ich bin. Ich bin der Christian, beziehungsweise Fritz. Hier in München werde ich Fritz genannt, in Berlin wurde ich noch Christian genannt. Und ich mache das Ganze jetzt hier seit 8 Jahren bei der GameStar und war aber in erster Linie größtenteils eher immer im Textbereich gewesen. Habe jetzt die letzten Jahre die ganze News-Koordination gemacht und hatte zwar immer mal wieder was mit Videos zu tun, also habe auch immer mal Videos gemacht von Anfang an, aber jetzt nicht im täglichen Rhythmus. Also kein stehendes Format, außer jetzt die Monatsvorschau, da kennt man vielleicht meine Stimme vielleicht auch her. Oder zuletzt hatten wir auf dem GameStar Twitch-Kanal dieses Feierabendprogramm ein bisschen ausprobiert. Und da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, dass ich nicht mehr so ein Riesenfan vom Texteschreiben bin. War ich eh nie, also ich war nie jemand, der schöne Texte schreiben wollte. Ich wollte immer nur Informationen
weitergeben. Und in welcher Form war mir eigentlich egal. Ich war da mal sehr pragmatisch. Ich habe jetzt Informationen, die will ich jetzt irgendwie jemandem geben. Also, und jetzt will ich es eigentlich gerne in Videos machen. Also wir sind da sehr, sehr im Wandel momentan. Ich habe auch ganz, ganz viel Zeug, was ich erst noch irgendwie abgeben muss und irgendwie neu verteilen muss über die nächsten Wochen und Monate. Aber meine Idee von dem, was ich gerne an Videomaterial machen will, ist eigentlich das, was ich auch im Textbereich schon immer grundsätzlich gerne gemacht habe, nämlich tatsächlich Informationen weiterbringen. Also das heißt für mich, neue Spiele vorstellen, mit Entwicklern sprechen, interessante Sachen ausspielen, zeigen. Das ist eh so ein bisschen alles um mein Steckenpferd. Auch selbst wenn es am Ende keinen interessiert, aber immer so dieses ein bisschen dieses, ja, wir haben es ja beim Feierabend gesehen, die kleinen Indie-Spiele interessieren irgendwie keinen, aber ich will das nicht aufgeben, ich will versuchen, da einen Weg zu finden, sie vielleicht doch interessant zu machen, doch irgendwie einen Weg dafür zu finden, weil klar, die Blockbuster und so, das ist alles irgendwie wichtig und das spielen auch viele Leute und das ist auch cool, aber ich finde, wir sollten immer noch genug Platz den Kleinen einräumen. Das versuchen wir ja auch immer vorne und hinten. Es klappt halt meistens dann nicht so gut, weil das Interesse manchmal noch nicht so ganz da ist draußen. Aber das wäre für mich zum Beispiel so eine Aufgabe, wo ich sagen würde, da möchte ich gerne viel in der Richtung machen. Konkrete Formate können wir jetzt an der Stelle noch nicht irgendwie ankündigen, weil müssen wir alles noch ein bisschen gucken, wie wir es jetzt genau machen. Aber das ist so ein bisschen die Richtung, die mich interessiert. Ich kann auch sagen, ich bin jetzt nicht so der riesen Fan von so Industry Talk, also so in die Branche rein. Das hat mich nie ganz so doll interessiert. Also klar, man kriegt das mit, aber da jetzt so ewig über irgendwelche Personalien bei irgendwelchen Entwicklern oder Publishern zu sprechen, das ist mir ein bisschen egal. Also für mich ist immer nur wichtig, was kommt als Spiel hinten raus. Mhm. Und darüber will ich reden. Und ob da nun ein berühmter Name dahinter steht oder nicht, das ist mir egal, weil ich will das, es geht mir ums Spiel. Und in die Richtung werde ich größtenteils versuchen, meine Inhalte auszurichten. Und ja, das wird jetzt so über die nächsten Wochen und Monate dann langsam passieren. Genau. Ich werde zugucken. mit der Espresso-Tasse am Mund. Den du dir dann hoffentlich noch leisten kannst. Ansonsten schnüren wir dir ein Care-Paket, ist kein Problem vom Dallmayr. Zweiter Aufguss schmeckt auch gut. Ja, genau. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit mit Fritz. Das wird bestimmt eine coole Sache. Bringt auch echt ein bisschen frischen Wind rein, weil gerade so dieses YouTube-ige, ja, was wir zum Teil auch brauchen, aber natürlich nicht so krass jetzt machen können auf der GameStar.de, wie das reine YouTuber machen, tut uns bestimmt gut und frischer Wind ist eigentlich immer gut. Aber talking about Formate, natürlich geht mit Sebastian Stange nicht GameStar.tv weg. Nein. Michael Graf. Nein, GameStar.tv geht nicht weg. Du warst das Gesicht von GameStar.tv, weil du hast es wie lange gemacht jetzt? 2 Jahre? Anderthalb Jahre? Eine Weile. Ein paar Wochen? Eine ganze Weile. Also zweimal die Woche, so viel. Mir kommt es vor, als wären es. Nein, also eine ganze Weile lang gemacht. Wir wissen, dass GameStar.tv für die Plus-User auf GameStar.de halt ein wichtiges Format ist. Wir wissen, dass sie Video-Content wollen. Das ist für uns ein wichtiges Format. Ja, natürlich, wir machen es auch gerne. Ja. Wir werden es auch weitermachen. Wir werden es vielleicht ein bisschen anders machen, weil ich meine, du bist halt in 1:1 nicht zu ersetzen, außer durch deinen Zwillingsbruder, den wir in Kambodscha aufgetrieben haben, aber das wollten wir dir jetzt erst am Ende zeigen. Nein, aber wir können dich halt nicht, es gibt keinen zweiten Stange. Ja. Ich habe einen Zwillingsbruder. Das ist aber auch nicht nur wirklich. Ich habe einen Zwillingsbruder. Ohne Scheiß. Okay, warte, wo ist mein Telefon? Geben wir die Nummer? Nein, also okay, es gibt einen zweiten Stange, das können wir an diesem Punkt announcen. Okay, aber nein, wir werden es anders machen vielleicht, als es bisher war. Wir haben, wann ist es? Am Freitag setzen wir uns zusammen, unter anderem wir drei, der Michi noch, Julius kann da nicht dabei sein, der ist, glaube ich, an dem Tag nicht da. Nee. Und überlegen uns halt, wie wir es gerne machen wollen, ja, und wie es cool ist und wie wir wieder, oder was heißt wieder, wie wir dann Spaß dran haben, es weiterzumachen. Ist halt ein Prozess, in dem wir uns gerade befinden und deswegen jetzt dann auch nochmal die Fragerunde mit euch, einfach um euer Feedback wirklich mal aufzunehmen. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob wir so, oh Gott, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Sagt uns, was wir tun sollen. Aber deswegen auch der Stream, es geht schon darum, euer Feedback jetzt mitzunehmen, was ihr dazu sagt. Und klar, GamesTV ist ein wichtiges Format und es wurde ja über die Jahre immer weiterentwickelt und ich meine, GamesTV war auch mal, zwei Leute stehen an einem Stehtisch und reden über über einen Entwicklerbesuch, auf dem sie waren und so. Ja? GameStar.tv war ja mal, Petra steht vor so einer Greenscreen-Weltkugel und erzählt die News der Woche oder so. Echt? Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ja, weil das auch heutzutage nicht mehr vorstellbar ist, in
Internetzeiten. Also es war damals schon online, aber wer braucht denn heute Formate, wo einer vor der Greenscreen steht? Hallo? Unvorstellbar. Ober, ja, also, nee. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Aber das, ja, genau, also hat sich ja vieles gewandelt. Das übrigens habe ich vorhin auch gedacht, als du es gesagt hast. Natürlich gibt es immer wieder namhafte Abgänge bei uns. Auch Jochen und André waren namhafte Abgänge und auch nach draußen bekannte Gesichter. Mhm. Aber ich finde, es ist jetzt halt albern, das klingt für meine Ohren immer ein bisschen albern, aber es ist tatsächlich immer so, aus jemandem, der geht, kann auch immer etwas Neues entstehen. Und ich meine, wenn Mick Schnelle nie bei der GameStar aufgehört hätte, wäre ich nie zur GameStar gekommen. Wenn Christian Schmidt damals nicht gekündigt hätte und gesagt hätte, ich will jetzt mal studieren, wäre Heiko Klinge, der heute Chefredakteur ist, nie zur GameStar gekommen. Dich hätten wir auch nie geholt, wenn nicht irgendwas gewesen wäre. Wir wissen nicht mehr was, aber irgendwas war. So gut war. Ich glaube, wir haben den Praktikanten gebraucht. Auch du wärst nie zur GameStar gekommen, Sebastian, wenn irgendwie, glaube ich, damals Fabian nicht gegangen wäre oder sowas. Fabian. Der ja auch von vielen vermisst wurde und bis heute vermisst wird. Natürlich auch, weil er ein gutes Gesicht ist und ein cooler Typ. Aber er ist ja wieder in den Orbit eingetreten. Ja, ist wieder bei uns also drei anderen, ne? Im Alliance-Netzwerk drin. Und ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Außerdem heißt es ja nicht, dass wir uns jetzt hassen oder uns als große Konkurrenz, also nicht mehr als vorher, ja, okay, sehen, sondern es ist ja auch zum Beispiel nicht besprochen, ob wir nicht weiter zusammenarbeiten möchten. Ja, ich meine, viele, Martin Deppe sitzt auch nicht hier bei uns im Büro und liefert sehr viel Content. Heinrich Lehnert liefert Content und auch Sebastian Stange wird mit Sicherheit Content liefern. Weiß man's? Vielleicht ergibt es sich, ja. Also ganz ehrlich, die Zeiten ändern sich und wir haben da ehrlich gesagt kein Problem damit. Auch über solche Sachen nachzudenken, ja? Es wird ja auch, also ich meine, du konzentrierst dich jetzt wahrscheinlich erstmal auf die neue Aufgabe. Erstmal anderthalb Monate auf exakt nichts und dann, dann auf meinen neuen Job. Das kann ich. Das kann ich super. Und dann, wenn sich das ergibt, wenn es mich juckt und gerade wenn ich dann zu Hause sitze, wird sie jucken. Ich meine, das Geld wird dich schon jucken. Nee, so gehen wir dann. Wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe und ihr mir die Möglichkeit gibt, dann sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Es ist ja auch immer ein bisschen, das kenne ich ja noch aus damaligen Zeiten, als es immer noch so viele große Hefte gab, das ist Ding aus Papier, was man heute kaum noch kennt, war es ja immer so, dass es draußen auch als große Konkurrenz immer wahrgenommen wurde. Wow, ihr müsst doch die anderen hassen, die bei irgendwelchen anderen Games-Medien sind und ihr seid doch bestimmt völlig verfeindet. Dabei ist es nicht so. Dabei war es damals schon nicht so, also wir haben uns immer gut verstanden eigentlich mit allen. Und es ist ja auch heute so, dass wir immer wieder uns untereinander verschlängeln, wenn zum Beispiel ich oder wer auch immer aus unserem Team bei einem Manuel Fritsch im Insert Moin Podcast mitmacht und Manuel Fritsch schreibt dann wieder News und Reports für uns. Ja. News für dich, Reports für mich. Mhm. Ja. Also sprich, es ist ja nicht so, dass irgendwie nur weil jemand jetzt hauptsächlich irgendwas anderes macht, man nie wieder mit dem redet oder ihn nicht vielleicht auch mal woanders wieder trifft. Vielleicht kommst du ja auch einfach mal in München vorbei und wir zahlen dich irgendwie vor die Kamera und du sagst was Lustiges. Kann ja auch immer mal wieder. Das Beispiel war ja auch Mission GC zum Beispiel. Ich meine, da waren ein großer Teil Entwickler, die einfach wegen der Messe da waren, aber da war, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber bestimmt 50% oder 40% auch einfach Kollegen. Ja, Insert Moin war da, Fabian war da, Tommy Krabbeis war da. Das ist ja, wir haben überhaupt keinen Stress mit solchen Berührungspunkten. Es gibt immer ein paar Leute, die das schon so zelebrieren, so, nein, wir sind Firma XY, und dann gibt es einen aus der anderen Firma, der dann so dagegen hält. Aber das ist halt wie immer, die am lautesten schreien, werden halt auch am meisten gehört und der ganze Rest ist halt, ja, der wird halt nicht so wahrgenommen, die damit halt überhaupt kein Problem haben. Und naja, also warum sollten wir mit Sebastian Stange ein Problem haben? Ich mag euch ja auch und die Branche ist ohnehin fantastisch, der werde ich auf jeden Fall treu bleiben. Das ist eine kleine, schrullige Familie. Mit so einigen Störungen, aber insgesamt echt sympathisch. In der Spielindustrie muss man sich nicht schön anziehen. Das ist super und alles sind freundlich. Ich hätte schon gern gehabt, dass du wenigstens die Baseline überschreitest. Ich sage nur Espandrillos. Ja, ich habe sie jetzt nicht an, aber wenigstens konnte ich dir den Bademantel ausreden. Ja, den kannst du jetzt dann im Homeoffice wieder anziehen. Ich habe jetzt ein Geschenk bekommen, anlässlich. Ja, tatsächlich. Richtig, dann muss ich mir ein anderes Abschiedsgeschenk geben. gut. Ich würde eigentlich sagen, wir wären mit dem, was wir jetzt so sagen wollen, eigentlich durch. Es sei denn, einer von euch hat noch was zu sprechen. Nee, dann werde ich jetzt mal in die Kommentare gucken und ich bitte um anständige Sachen, die wir euch beantworten sollen. Jetzt kommt nichts. Ja, kommt schon was, aber ich muss erst mal gucken. Lieber Sebastian Stange, in welche Richtung glaubst du? Ja, ich lese einfach mal vor. Arrow to the Bow fragt, lieber Sebastian Stange, welche Richtung glaubst du, in das Projekt beisteuern zu können? Jochen und André sind ja eher anti-Mainstream. Was ich bisher von dir mitgekriegt habe, bist du ja näher als die zwei am Mainstream.
Schon. Ein Stück weit liegt mir eher das Entertainen nahe als die Spielekritik. Ich bin vielleicht nicht so ein Zyniker wie die beiden. Ich wollte gerade fragen, magst du Spiele? Das ja. ist vielleicht okay. Du bist kein Zyniker. Es da Grundprobleme geben könnte. Ja. Und prinzipiell werden wir das auch noch rausfinden. Ich werde die auf jeden Fall nicht eins zu eins mit ergänzen, mit exakt den gleichen Ansichten und der gleichen Arbeits- und Denkweise. Ich hoffe, dass wir uns ganz gut ergänzen, dass ich dem Podcast-Projekt ein bisschen meinen eigenen Charakter, einen Stempel aufdrücken kann. Wir werden ja auch nicht alles gemeinsam machen zu dritt, sondern ich mache dann so meine eigenen Sachen, die anderen machen so ihres und es ergibt hoffentlich einen schönen Blumenstrauß oder so ein Mettigel, von dem sich jeder bedienen kann. Ein wunderschönes Bild. Wo jeder seine Salzstange oben rausziehen kann. Ja, ganz genau. Ja, wundervoll. Und wer Lust auf Essiggurken hat, findet dann ist auch Essiggurken. Ja, vielleicht. Ja. Ah, Podcast machen ist wie... Ist wie ein Mettigel. Ja, warum geht Stange? Ich würde sagen, sobald der Stream vorbei ist, gibt es das Video als VOD, wie man von Neutro sagt, auf der GameStar.de. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Erst der Peschke, jetzt der Stange. Was soll nur aus der GameStar werden? Naja, die GameStar gab es auch vor Peschke und Stange, wenn ich das einfach mal so frech sagen darf. Und die GameStar muss sich halt genauso weiterentwickeln, wie ihr euch weiterentwickelt und wie sich jedes Unternehmen weiterentwickelt, weil das wäre ungefähr so, wie wenn wir jetzt sagen würden, oh Gott, Internet, was wird aus Print? Ja. Hierzu auch, ich habe gerade mal in der Redaktion ein bisschen rumgelaufen und mit den Kollegen geredet und gerade solche Kommentare, jetzt ist der auch noch weg. Das ist so bitter für die lieben Leute wie die Petra, in dem wir den Johannes, sie sitzen da und fühlen sich absolut nicht wertgeschätzt und so mit so der blöde Rest abgestempelt. Das sind fantastische Mitarbeiter, das sind super nette Kollegen, die mächtig was auf dem Kasten haben, was zu sagen und die solltet ihr nicht irgendwie einfach so ignorieren, nur weil ich jetzt gehe. Es bleiben jede Menge, ein Großteil der GameStar bleibt und der Großteil ist spitze. Oh, ja? Oh, nice. Aber das ist ja auch auch die Liste, Peschke und Peschke, Stange, Gebauer, auf die Liste kannst du ja noch viel weiter fortsetzen. Jörg Lange hat uns damals verlassen, langjähriger Chefredakteur. Christian Schmidt, Gunnar Fabian Lott, Christian Schmidt, Fabian André und so weiter. Es gab schon viele Leute, die GameStar Schweige. Verlassen haben und die GameStar steht ganz gut da, möchte ich meinen. Hat nichts damit zu tun, dass wir dich nicht vermissen würden, aber die GameStar ist mehr als wir alle zusammen. Wow. Das ist aber auch, das ist ja ein Klassiker. Sowas fällt halt auf. Ja. Ne, wenn, man kriegt ja vom alltäglichen Betrieb bei uns eigentlich nicht so wahnsinnig viel mit, wo die ganzen Inhalte herkommen und so. Das wird einfach angenommen, das ist da, ja, das versteht sich ja so. Und dann fällt es halt auf, wenn mal irgendwie eine Headline ist, der und der geht. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Fehlwahrnehmung. Mhm. Dass so ein Unternehmen ist eben dann doch ein bisschen mehr als jetzt vielleicht die paar Gesichter, die man auch sehr nach draußen sieht. Gerade jetzt mit dem Bruch zwischen Video und Text hat man ja auch einfach in der Videowahrnehmung ein ganz anderes Gefühl dafür. Man stellt sich ja vielleicht vor, dass die Games ja irgendwie so 3-4 Leute sind, die da vor der Kamera zu sehen sind. Und von dem ganzen anderen Rest sieht man gar nichts. Also das, ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass diese Fehlvorstellung oder Fehlwahrnehmung da ist. Ist ja verständlich, aber sie ist halt nicht wahr. Und jeder, der schon mal in einer Firma gearbeitet hat, die auch irgendwie, sagen wir mal, eine repräsentative Seite hat, nämlich das, was man nach draußen sieht, wird auch wissen, ja, okay, den einen, den wir da auf der Werbetafel bei, wie heißt dieses Telefonunternehmen, One, tralala, der Chef, der in der Werbung zu sehen ist, nicht der einzige Mitarbeiter. Ja. Mhm. Also, da gibt es dann auch noch ein paar andere und die machen das auch. Also, so ganz so wild ist es dann doch wieder nicht. Also, um das auch nochmal hier deutlich zu sagen, weil es kommt jetzt ein paar Mal, Michi geht nicht auch. Nee. Zumindest wüsste ich nichts davon. Und, das wäre mir auch sehr, sehr, sehr neu. Ja. Also, ist jetzt auch kein so ein Erdrutschding, von wegen, okay, jetzt ging der und dann kommt der Nächste. Das ist, wir reden ja auch schon von einer ganz schönen Zeitspanne eigentlich. Ne? Also das ist ja auch, also ich glaube, das ist auch dieses Klassische, man kriegt das bei anderen Firmen natürlich auch gar nicht so doll mit. Hm. Ich meine, wenn in irgendeiner anderen Firma, mit der man irgendwie Kontakt hat, jemand geht, das merkst du ja gar nicht. Bei uns merkst du es halt, weil wir sehr nach draußen uns zeigen, weil man uns ständig irgendwie sieht und begleitet, aber der Vorgang an sich ist so krass normal und bei uns, wie du vorhin schon gesagt hast, auch noch so verhältnismäßig gering, diese Fluktuation, dass kann man eigentlich nur nachvollziehen, wenn man irgendwie in diesem Bereich arbeitet vielleicht und wenn man das nicht kennt, dann ist es halt merkwürdig, aber wir können zumindest an der Stelle sagen, so merkwürdig ist es gar nicht. Also, ja. Stange, wie willst du dir das finanzieren?
das, ich meine, der Mann braucht nicht viel. Ja, ich wollte ihm Geld geben und er hat gesagt, nö, ich verbrauche nicht mal das, was ihr mir jetzt gebt. Das wäre ein schönes Jahresgespräch geworden, weil dann hätte ich die ein bisschen drücken können. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Immobilienpreise hier im schönen München ungefähr 8000% höher sind als im schönen Franken. Die Bierpreise auch. Und das wird der Sebastian Stange schon ganz gut hinkriegen. Frage. Ist ein bisschen schlecht formuliert, tut mir leid, aber die Frage ist eigentlich ganz interessant. Community-finanzierte journalistische Gehälter, glaubt ihr, dass das die Zukunft ist? Besteht nicht mittel- oder langfristig die Gefahr, dass die Neutralität beeinflusst? In welche Richtung? Ich würde jetzt mal sagen, das geht in deine Richtung, weil ihr seid ja richtig, wir sind Community-finanziert, wenn ich das so sehe. Das Podcast-Projekt ist ausschließlich über Patreon finanziert und wird auch auf absehbare Zeit keine anderen Geldkanäle haben, also Finanzierungskanäle. Es sind ausschließlich User, die dafür Geld ausgeben, für die ganzen Zusatzinhalte, die halt nur für Patreon-Backer rausgestellt werden. Und ich halte das auch für ziemlich interessant, weil es eben, das finde ich auch so spannend, das befreit uns ein Stück weit davon, Reichweitenjournalismus zu machen, eben Google optimiert und so ein bisschen an diesen großen AAA-Games aufgehängt, an den ganzen, an den großen News der Woche, des Tages. Das ist super interessant. Natürlich brauchen wir auch Reichweite. Wir wollen natürlich von so viel wie möglich Leuten gehört werden. Mhm. Aber eben, dass wir ausschließlich das Mandat sozusagen unserer User haben, so wie es zum Beispiel bei Plus ja auch ist. Da zahlen ja auch die User dafür, dass sie eben die Website werbefrei haben und dass sie ihr GameStar Plus bekommen. Und das Feedback nimmt ja auch die GameStar sehr ernst. Und genauso ist die ausschließliche Basis für unser Arbeiten. Vielleicht nicht 100%, der Mensch kann ja auch irren. Vielleicht wissen wir auch einiges besser. Aber das ist super spannend. Dein erster Podcast wird dann sein, warum die GameStar dumm ist. Nein. Klickt hier. Nein, aber das ist ja, wie du es gesagt hast, bei GameStar Plus machen wir ja im Prinzip nichts anderes. Auch GameStar Plus ist ja eigentlich, mal abgesehen von der Werbefreiheit, ein Angebot, das uns Reichweiten unabhängiger macht und unabhängiger davon, jetzt Themen aufgreifen zu müssen, nur weil sie gerade aktuell sind oder in irgendeiner Form gespielt werden müssen. Das musst du mit einer öffentlichen Website machen. Bei GameStar Plus haben wir dadurch, dass die Leute uns unterstützen, und es sind ja über 9000, also ist ja auch nicht so schlecht jetzt, haben wir die Möglichkeit, Dinge zu machen, von denen wir sagen können, okay, die würden uns jetzt, wenn wir sie öffentlich spielen würden, nicht so super viel Reichweite bringen, aber wir können sie halt trotzdem machen, weil wir diese Unterstützung haben. Und ob das dann irgendwie ein Hintergrundreport ist über irgendeinen Publisher, ob das irgendwie die Entstehungsgeschichte ist von irgendeinem Spiel, ob das jetzt irgendwie irgendwelche obskuren Metathemen sind, wie Angst, wie entsteht Angst in Spielen, arbeitet gerade ein Autor dran und hat Angst, dass er ihn nicht rechtzeitig abgeben kann. aber solche Sachen machen zu können, ist im Prinzip die Essenz des Crowdfunding. Ne? Dass Dinge entstehen können, genauso bei Podcasts, die halt reichweitenunabhängig sind. Das ist halt ein Teil der Zukunft journalistischer Inhalte, aber nicht die komplette Zukunft, die ist zu komplex, um sie jetzt in einem Stream zusammenzufassen. Ja, und natürlich die Frage nach der Neutralität, sehe ich eigentlich überhaupt keinen richtigen Zusammenhang dazu, weil es kommt halt darauf an, mit was man hausieren geht. Wenn man halt sagt, hier, gebt mir euer Geld, wir haben das und das und das vor, wenn da halt unabhängiger Journalismus proklamiert wird, für das ihr Geld geben sollt, dann soll der halt auch so gebraucht werden. Also ich denke nicht, dass es da irgendwie, ich weiß schon, in welche Richtung das gehen soll, gerade so YouTuber, ne, die dann halt hier, guck mal hier meinen Duschschaum und mein bla und diese Tastatur und so. Mei, aber Sebastian Stange wird davon ausgestattet. Ist ja das Projekt auch total weit entfernt. Das ist ja wirklich was. Ich meine jetzt auch in unsere Richtung. Ja, ja. Also natürlich gibt es immer Werbung und Anzeigen und solche Sachen, aber die gibt es halt auch in der Süddeutschen Zeitung und überall. Das ist halt einfach ein Teil. Das gibt es auch im Fernsehen. Und naja, also ich glaube, das braucht man nicht wirklich wegdiskutieren. Sehr viele Leute wünschen sich die Server-Down-Show. Staffel 2. Ohne Mist. Wenn die auch 200 Folgen hat, dann gute Nacht. Wir haben doch letztens den Hintergrund entdeckt beim Aufräumen. Die Hintergründe stehen hier. Dann bräuchten wir was für einen Vordergrund. Wir hätten fast eine spontan gemacht, neulich, als du nicht da warst, mit Julius, als die WoW-Server down waren abends und er spielen wollte. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt noch Zeit hätte, würden wir uns einfach vor die Webcam setzen und eine machen. Aber dann muss ich weg. Es rumort immer so in meinem Kopf und ich bin halt so... Eines Tages manche, muss ein Revival her. Holst manche, mal ein Beins rein und dann... Manche Sachen muss man halt auch ruhen lassen, aber mein Gott, vielleicht... Hey, das Zombie-Genre ist sehr erfolgreich. Machen wir das doch als Plusangebot. Oh ja. Zombies. Ja. Oh ja. Sollen wir das mal fragen? Wer würde denn, für Server Down Show bezahlen und wie Plus. Viel? Negativbeträge sind auch okay. Dann melden wir das gleich bei Patreon an. Wie viel müssen wir euch bezahlen, damit ihr die Server Down Show anschaut? Nein, das war super. Ihr habt auch immer gern mitgemacht. Ja, natürlich war es lustig. Also keine Frage. Ich habe vorhin gelesen, du warst immer der Beste, wenn Michi krank war.
Das ist okay. Das ist so klar. Ja, das ist ein gutes Kompliment. Du warst immer der Beste, wenn Michi krank war. Das hat, hatte jemand geschrieben. Okay. Warst du nicht der Einzige, wenn Michi krank war? Wie gesagt, das ist okay. 10.000 Euro sind auf GameStar-Budget nur ein heißer Tropfen. Ein heißer Tropfen schon, ja. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sag mal, mit 10.000 Euro könnte ich schon einiges machen, ne? Ja, so wäre es jetzt kann nicht. Kann man arbeiten. Das ist mein Monatsgehalt. Also. Ja. Ja, schön wär's. Kein Emote-Spam bitte, ja, das war die GameStar.de. Ja, ich denke, wir haben eigentlich relativ viele Sachen jetzt abgehandelt. Hier kommt noch eine Frage nach dem Was-ist-Format. Das Was-ist-Format ist völlig Sebastian Stange unabhängig. Das ist mein Format gewesen. Ja, du hast es eigentlich gesagt. Da kommt das. Du hast es geklaut. Genau, ich habe es damals nämlich von Toto Biscuit geklaut. Genau. Das ist ein Toto Biscuit-Format. Das ist ja auch so geil. Da kam ja dann, als wir anfingen, diese Was-ist-Formate zu machen, weil, um nochmal darauf zurückzukommen, ich hatte halt immer schon dieses von wegen, oh, es gibt so viele Spiele, die ich einfach gerne mal irgendwie den Leuten zeigen wollen würde. Und dann haben wir halt gedacht, na gut, wir können nicht jedes Mal so ein riesen aufwendiges, geschnittenes Preview-Testvideo machen. Das ist zu viel. Wir können das geht nicht. Und dann haben wir halt gesagt, naja, wir können ja so ein Was-ist-Format-Video machen. Und dann haben wir halt angefangen, diese Videos zu machen. Und das Geile war, unter den ersten paar stand dann auf YouTube natürlich, ja, das ist von Toto Biscuit geklaut mit seinem What-the-fuck-Format. Woraufhin er dann tatsächlich unter unsere Videos kommentiert hat, was für ein Quatsch. Das ist so, als würde man sagen, eine News, also eine Nachrichtensendung ist von einer anderen Nachrichtensendung geklaut. Also, nee, sorry, aber das fand ich irgendwie ganz witzig, super, sorry, dass er darauf reagiert hatte. Also das Format geht natürlich selbstverständlich weiter. Ja? Das ist ja unser, wie du schon gesagt hast, unser Ding, um einfach neue Sachen vorzustellen, die wir nicht in dem großen Test oder in hier so funktioniert dies und so funktioniert das vorstellen. Also das geht natürlich selbstverständlich weiter. Wird auch viel Maurice gewünscht. Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Punkt, warum es halt auch ein bisschen so wehtut, weil du halt so ein Charakter bist. Ja? Also du bist halt aus deinen Ecken und Kanten und bist halt ein Zyniker und Nihilist und Atheist und findest alles schlecht und wunderlich. Schwer zu begeistern. Ja, und man hat halt solche Charaktere einfach ein bisschen, die bleiben einem mehr im Gedächtnis und da baut man bessere Beziehungen dazu auf. Deswegen auch Maurice. Maurice ist halt auch eine Marke. Ja? Und deswegen, gerade vor der Kamera sind solche Menschen halt auch wichtig. Ja? Es interessiert die Leute halt, was haben die für eine Meinung, was spielen die, wie sieht es bei denen zu Hause aus vielleicht. Ja, nicht umsonst gibt es ja so viele Vlogs mittlerweile. YouTuber, die halt einfach nur Spiele gespielt haben, laufen jetzt mit der Legria-Kamera bei sich zu Hause rum und sagen, hier mein Kühlschrank, mein Bett, meine Katze, meine Badewanne, weil die Menschen halt Hintergrundwissen einfach wollen. Ich kann so viel verraten, es wird kein Hintergrundformat über unsere Redakteure geben, wie es bei denen zu Hause aussieht. Aber es wird auf jeden Fall wieder viel Hintergrund geben in GameStar TV. Ja, weil das ist ja das absolute Format und Forum dafür ist, wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken. Ich schaue jetzt noch einmal rein. Du kannst gerne mit rüber schauen. Wir haben jetzt schon Hintergrund. Wie sieht es zumindest bei uns hinter dem Schreibtisch aus? Haben wir zumindest in den Talksendungen manchmal schon mit drin. Zumindest bei Michi, Daniel und mir. Maurice und ich sind die letzten beiden Unikate. Nee. Maurice und du? Es gibt schon noch einige Unikate bei der GameStar. Ihr seht sie vielleicht nicht so oft. Aber jeder hier ist speziell auf seine Art. Ich glaube, mit Moin Michi haben wir jetzt eine schöne Seifenkiste, eine schöne Bühne, wo die Unikate sich auch langsam mal wieder so aus dem Schneckenhaus locken lassen. Wo wir unsere verqueren Meinungen den Leuten häufiger unter die Nase reiben können. Also was Petra uns oft so erzählt, ja, unter dem Arbeiten. Sie hat ja auch viele krude Theorien. Das muss sie endlich mal alles ja. in die Kamera sagen. Aber das ist doch das. Das sagen wir immer, wenn wir Formate entwickeln oder wenn wir über Formate sprechen. Eigentlich sind die ganzen Gespräche, die an der Kaffeemaschine geführt werden, durchaus interessant. Und so ist ja Moin Michi dann entstanden, weil wir gesagt haben, jetzt mach mal eine Kamera an, einfach, wenn irgend sowas geredet wird und bam. Ja. Ja, okay. Ciao Stange. Wo geht Stange hin? Warum geht Stange? Video zurückspulen, genau. Antworten einfach drin. Kurz warten und dann auf GameStar.de draufklicken, auf das VOD. Ja, Petra sieht man leider viel zu selten, gebe ich gleich weiter. Genosse Stange, danke für alles, jetzt weißt du auch, wo du herkommst. Ja, gut. Ich mache zu, wenn ihr nichts dagegen habt. Du machst zu. Und hoffe, das war transparent genug für euch, dass wir die Sache mal so abgefeiert haben.
wird eine spannende Zeit für uns. Jetzt, Stange, jetzt hör auf, noch habe ich dir was zu sagen. Salutiert wird maximal 10 Sekunden. Wird eine spannende Zeit jetzt für uns, ja, wie es weitergeht. Bleibt uns vor allen Dingen treu, bleibt der GameStar treu, guckt bei uns rein auf der Website und gebt uns auch Feedback, was ihr halt gerne von uns wollt. Wir hören uns das immer an, auch wenn es nicht immer so aussieht. Wenn das Ganze in anständiger Form ankommt, tut es der Sache keinen Abbruch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sebastian, wir haben dich noch bis zum 23., weil ich lasse dich bis zum letzten Tag durchknüppeln, das verspreche ich dir. Cool. Du hast ja eh schon gesagt, dass du einen ganzen Monat frei hast, also es ist dann eh egal. Ja. Und dann, ich glaube, du darfst jetzt die Abmod machen. Die total, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ihr wart ein tolles Publikum und ihr, liebe Leute, wart ein paar tolle Kollegen. Oh, jetzt aber raus. Oh.